schon. Ja, die Kinder haben sich gefreut. Die Bienen haben sich gefreut, die Schmetterlinge, Hummel, alles. Also das finde ich cool. Mal auspacken in den Ding, sieht gut aus. Ich bin echt excited, mal gucken, was jetzt kommt. So, ja, ist ja bald Ostern. Walter Surprise ist wieder da. Ich hab ja halt vorbereitet. Das gibt's zum Schluss. Fangen wir an mit. Genau, fangen wir damit an. So, Rico hat das immer leicht. Ich muss ja halt vorbereiten und Rico, der guckt einfach nach. Das ist ja toll. Ja, was ist denn das? Ja, mal auf. Wunder, ich finde ein sehr gutes Ostergeschenk. Ich werde es auf jeden Fall dann gleich weitergeschenken. Rico, weißt jetzt gleich, wann er zu Ostern kriegt? Springt mich jetzt aber nicht an, oder? Nee. Alter, was ist das? Hasch? Hasch. Hasch für die Hatten? Irgendwas in Hasch tun. Hasige Grüße mit Liebe Design. Da ist ein Ei drin. Cool. Da sind Samen drin. Die brauchst du bloß in der Erde stecken. Und dann halt gießen. Und dann sollte es auch nicht unbedingt so schattig sein und dann wächst da was. Ja. Also eine wilde Wiese, auch gut für die Pflanzen, für die Natur, das ist was für die Grünen, sag ich mal. Kann man wunderbar weiter verschenken, so als Kleinigkeit. Also wilde Wiese finde ich immer gut. Hatte ich letztes Jahr hatte ich das schon. Und ja, die Kinder haben sich gefreut. Die Bienen haben sich gefreut, die Schmetterlinge, Hummel, alles. Also das finde ich cool. Auspacken in so ein Ding, wann muss man das denn einpflanzen? Ich denke mal erstmal, du musst ja bald, oder? Ja, du kannst es, also verschenkst es und dann die Woche, also wenn es keinen Frost mehr gibt, dann kannst du es schon einpflanzen. Ach hier, ideale Hochzeit, Ende März bis August. Samenbomben leicht in die Erde eindrücken, nicht vergraben, gießen, nicht vergessen. Wir kriegen die Leute von mir zum Ostern. Cool. Link hier unten in der Beschreibung, genauso wie hierzu. Genau, zum Glücksticker. Jo. Yes! Klimaneutraler Druck und plastikfreie Verpackung. Was soll ich? Wir müssen was für Klima machen, dass hier nicht so viel Plastikmüll und alles sowas. Ich mal. So, hier sind 10 Stück in so einer Packung drin, glaube ich. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das denn aussieht. Wenn wir einpflanzen, ist ja März. Ach, ist ja schon April. Zeit vergeht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ist ja bald Ostern. Hey, Moment. Haben wir eigentlich mal abmoderiert? Ne? Na, dann machen wir das jetzt. Ja, das ist sehr gut. Ja, gut. Ja, wir werden das mal testen mit der Wiese. Genau. Und wir werden dann demnächst mal was reinstecken in den Boden und gießen. Ah, und Sonne aufscheinen lassen und warten und dann gucken, was passiert, was da rauskommt. Genau. Und dann mal gucken, wenn wir es nicht vergessen, machen wir ein paar Bilder oder ein kleines Video. Ja, mach ich. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Bis demnächst.